Zap, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Das ist der zweite Teil von diesem Weinkühlschrank, den wir im ersten Video noch nicht so ganz zum Laufen gebracht haben. Jetzt funktioniert er. Der läuft wie eine 1. Wir haben hier einen anderen Lüfter eingebaut. Der ist nur provisorisch jetzt da dran, um einfach mal den Kühlkörper zu kühlen. Hier ist der alte, der defekt war. Das einzige Problem, was da war, ich glaube, der hatte hier einen kleinen Wackler gehabt. Und dann war da noch ein Problem, nämlich hier drinne. Da schalten wir kurz mal Licht ein. Hier waren die Stecker lose und ich gehe davon aus, dass deswegen das Ganze nicht so funktioniert hat, wie es sein sollte. Dafür habe ich natürlich das Ding komplett einmal auseinandergebaut. Hier haben wir das Display, da können wir auch hier das Licht ausmachen von innen und anmachen. Wir können die Stufen einstellen und man merkt deutlich, hier ist wirklich eine Kälte drin. Wir haben jetzt, ich gehe davon aus, dass das jetzt auf 8 Grad eingestellt ist. Das Ding wird jetzt so lange rennen, bis der diese 8 Grad erreicht hat. Und dann wird er einfach runtergehen. Die Geräuschkulisse ist, naja, gewöhnungsbedürftig. Das Ding ist ja auch aus einem ganz alten PC. Deswegen ist er wahrscheinlich so laut. Es gibt auch deutlich stillere Lüfter, die wir hier einbauen können. Aber zum Testen reicht das hier vollkommen aus. Nachdem ich das Ding jetzt getestet habe, das Ding läuft, funktioniert, er kühlt. Diese Seite wird warm, wird aber auch gleichzeitig gekühlt, damit es nicht überhitzt. Funktioniert super. Ich würde sagen, alle Kabel wieder ordentlich dran, das Ganze verschließen ordnungsgemäß, die Gummidichtung dran machen und dann, denke ich mal, können wir anfangen, ein paar Fläschchen zu kühlen. Ich würde mal sagen, gereinigt werden muss er ja auch noch, dazu kam ich noch nicht. Hier ist haufenweise Staub, innen drinne sind Wasserablagerungen, wie wir da sehen können. Muss alles geputzt werden, aber er funktioniert wunderbar. Wir machen noch einmal das Licht hier an. Zack, da haben wir unser blaues Licht. Ich hätte mir ein paar mehr Farben gewünscht, aber das reicht aus. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir hier die Regale reinbauen können. Eventuell bauen wir uns was aus Holz oder vielleicht finde ich irgendwo was Schönes, Passendes. Aber das werden wir alles sehen. Hauptsache, das gute Ding läuft schon mal. So, ich würde mal sagen, das Ganze muss noch schön zusammengebaut werden und optimiert. Andere Kabel dran. Weil wir haben jetzt hier ein weißes Kabel, das gefällt mir überhaupt nicht. Das Gerät ist schwarz, da können wir kein weißes Kabel dran machen. Also schwarzes Kabel suchen, komplett neue Verkabelung machen, weil hier haben wir nur ohne die Erdung angeschlossen, nur zum Testen. Deswegen muss das Ganze auch mit der Erdung angeschlossen werden und ja, eventuell findet das gute Ding einen neuen Besitzer. Ich sag erstmal Ciao Kakao. Und bis zum nächsten Mal. Wir haben wieder mal ein Ding gerettet.